Hallo und einen wunderbaren guten Mittag. Ja, es ist ein Thema, das mich heute früh beschäftigt hat. Und zwar, ja, viele fragen auch immer, ja, wie kann ich endlich Ergebnisse sehen und wie muss ich das noch machen und was muss ich noch machen, damit sich was verändert in meinem Leben, damit sich was verändert mit meiner Gesundheit. Und für mich ist da, wo ich diese ganzen Fragen gelesen habe, ganz klar geworden, plötzlich dein Name. Was ist dein Name für dich? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du zu deinem Namen stehst? Was du empfindest, wenn du dich mit deinem Namen vorstellst? Was du empfindest, wenn du deinen Namen sagst? Zum Beispiel ich, mein Name ist Patricia oder ich bin Patricia. Was heißt es für dich, wenn du deinen Namen sagst? Was heißt es für dich, wenn du deinen Namen hörst, wenn du deinen Namen gerufen bekommst? Was assoziierst du damit? Wenn du dieser Frage mal nachgehst, bist du auf einer ganz guten Spur herauszufinden, was vielleicht du mit deiner Persönlichkeit verbindest, unterbewusst, was du eigentlich gar nicht so toll findest oder was du gar nicht möchtest. Wir bekommen ja unseren Namen von unseren Eltern. Und das ist so ein wichtiges Thema, was ich immer gerne anspreche, ist, unsere Eltern überstülpen uns eine energetische Auffassung, die sie von uns haben. Also wir können uns da nicht dagegen wehren. Wir werden in eine Familie reingeboren und diese Familie sieht in uns das, was sie in einem Baby, in ihrem Kind sehen können in diesem Moment. Und das wird für uns der Anfang unserer Identität. Also das hat nicht unbedingt wirklich etwas mit uns zu tun, wie wir nachher sind, wie wir uns nachher verhalten, wie wir nachher denken, wie wir nachher reagieren. Das sind alles Energien, die wir nicht bewusst, sondern unbewusst aufnehmen und dann meinen, es sind wir. Wir meinen dann, das ist, was ich bin, das ist das, wie sich anfühlt, mich zu sein. Und wenn wir dann irgendwo im Laufe des Lebens zwischen 6 und 8 Jahren dann plötzlich anfangen, mit unserem Verstand zu begreifen, wie das Leben funktioniert oder mit unserem Verstand verstehen wollen, ja, wie können wir uns vor Schmerzen schützen, was müssen wir machen, damit wir geliebt werden, wie ist es denn am besten, dass wir Aufmerksamkeit bekommen. Wir entwickeln gewisse Verhaltensmuster, weil wir uns überlegt haben, ja, so funktioniert das in meiner Familie. Wenn ich ruhig bin, dann werde ich vielleicht nicht geschimpft. Wenn ich meine Meinung nicht äußere, dann bin ich in Frieden. Wenn ich schreie, dann sieht man mich. Was auch immer sich so ein kleines Kind überlegt mit seinem logischen Verstand, weil es weiß ja noch nichts Besseres, das ergibt unsere Verhaltensweisen und das ergibt dann unsere Identität. Und das ist das, was wir fühlen, wenn wir unseren Namen aussprechen, wenn wir unsere Persönlichkeit quasi reflektieren. Und das sind Sachen, die sind so, so tief unten, die uns immer wieder zu wiederholten Verhaltensweisen und dadurch auch wiederholten Gedanken und Emotionen und dadurch wiederholten Situationen und Beziehungen insbesondere in unserem Leben führen. Und wenn du mal überlegst, was geht in dir vor, wenn du sagst, ich bin, und dann nennst du mal deinen Namen. Wie bist du? Wie siehst du dich selber? Wie fühlst du dich an für dich? Was hast du für ein Gefühl, wenn du dich mit dir selber verbindest, wenn du dich spürst? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das liebevoll an? Fühlt sich das stolz an? Fühlt sich das respektvoll an?
Oder hast du da auch Gefühle vielleicht, die sagen, ja, gewisse Abneigung habe ich und meine Haut oder meine Stimme mag ich nicht, wenn ich mich selber höre. Oder ich mag nicht meinen Blick und mir gefällt das nicht. Sei mal ehrlich zu dir und erforsche das. Das ist ein richtig wichtiger Tipp von mir, weil dann weißt du auch, was wirklich unterbewusst deine Persönlichkeit, deine Identität noch für dich selber darstellt. Und wenn du diesen Sachen nicht auf den Grund gehst, dann kannst du sie eben auch nicht verändern, weil ein ganz, ganz wichtiges Ziel, auch in höhere Emotionen zu kommen, in die höheren Gefühlswelten zu kommen, ist Selbstrespekt und Selbstliebe. Und das widerspricht sich natürlich, wenn du willst, ja, ich soll mich freuen oder ich soll Liebe und ich soll Zuneigung und Mitgefühl empfinden. Aber du sagst zum Beispiel, jetzt würde ich das mit meinem Namen machen, ja, Patricia ist eine aggressive Person. Wenn du das meinst, weil man dir öfter gesagt hat im Leben, ja, du bist aggressiv, und du dir das sozusagen nicht verziehen hast, weil du wirklich denkst, ja, ich bin wirklich aggressiv, ich habe viele Aggressionen in mir, dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass häufig diese Vorstellung von dir selber gar nicht wirklich das ist, was du wirklich bist. Also das ist eigentlich nie das, was du wirklich bist. Weil Menschen sind per se nicht aggressiv, sondern Menschen werden aggressiv, wenn sie Angst haben, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind. Und das hat seine Ursache halt doch immer meistens in ganz frühen Gefühlen, in der frühen Identifikationsphase. Und dann läufst du durchs Leben und glaubst tatsächlich, dass du eigentlich eher eine aggressive Person bist oder eher eine schüchterne Person. Dabei sind das alles nur frühe Programme, die du dir irgendwann mal angeeignet hast, weil du glaubtest, naja, wenn ich eher schüchtern bin, dann ist es für mich eine sichere Haltung, das ist für mich ein bisschen ein sicherer Hafen. Oder wenn ich aggressiv bin, dann kann ich die Leute auf Distanz halten, dann tritt man mir nicht zu nahe. Oder ich erschaffe mir auf eine gewisse Weise eine Art Respekt. Und all diese Haltungen und all diese Annahmen, die schaffen immer Distanz. Und die schaffen eben diese Distanz, nicht nur zwischen den Menschen, sondern eben auch zwischen diesen höheren guten Gefühlen, zwischen diesen göttlichen Teilen in uns, mit dem wir uns notwendigerweise unbedingt verbinden müssen, wenn wir in höhere Gefühle kommen wollen und dann aus höheren Emotionen und Gefühlen, Schwingungen heraus unsere Realität erschaffen und beeinflussen wollen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Persönlichkeit und die Identität, mit der man sich verbindet, mal unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, hey, was glaube ich eigentlich von mir? Was halte ich von mir? Was denke ich von mir? Und es kann nicht sein, dass du wirklich dich selber respektierst und liebst, wenn du jetzt zum Beispiel wie ich hier ein Video machst von dir und das Gefühl hast, irgendwas ist nicht okay. Irgendetwas stimmt nicht an mir, irgendetwas muss ich immer besser machen, irgendetwas muss ich immer anders machen. Wenn du mit so einer Schwingung durchs Leben läufst, dann hast du immer eine permanente Selbstkritik in dir und du hast dich nicht komplett angenommen als das, was du wirklich bist. Und das, was wir wirklich sind, das ist perfekt, das ist liebevoll, das ist schön, das ist lustig, das ist freudig, das ist mitfühlend. Wir sind alle so. Wenn wir diesen Mantel abziehen, den wir irgendwann mal drüber gestülpt haben, bekommen haben und diesen Mantel mit unserem Namen verbinden und dann rumlaufen, keine Ahnung, wie wir immer gedacht haben, wie wir sein müssen mit dieser Identität. Aber du kannst jeden Moment entscheiden, wer du sein möchtest. Du kannst jeden Moment deine Identität ändern. Du kannst XY sein, du selber sein, wie auch immer dein Name ist, so wie du niemals zuvor gewesen bist. Und du kannst es einfach entscheiden. Du kannst es entscheiden, wie du sein möchtest und deine neue Identität kreiert, eine neue Realität. Und deswegen ist es so wichtig, dass du mal schaust, was habe ich denn für eine Beziehung zu meinem Namen? Ist das für mich das, was ich sein möchte oder muss ich das umprogrammieren? Muss ich einfach sagen, nee, die Patricia in meinem Fall, die ich früher immer war,
die ist jetzt anders und ich sehe sie anders und ich nehme sie anders wahr und das ist das einzig Wahre, was existiert in meinem Leben. Und was die anderen von mir gedacht haben früher oder wie sie mich wahrgenommen haben, ja, das muss ich halt dann einfach fallen lassen. Und wenn ich merke, sie versuchen mich wieder zurückzunehmen an meinen Platz sozusagen, weil ich ja immer so war, dann muss ich da drüber stehen und sagen, nein, das ist die alte Realität, das ist das alte Ich, das ist noch eine Reflexion auf mein altes Ich, aber ich baue jetzt meine neue Zukunft auf. Und da gehört alles dazu, wie ich mich fühle in meinem Körper, Gesundheit, Auftreten im Geschäft, in Beziehungen, alles, alles, alles hängt davon ab. Und wie gesagt, nutze diesen Trick und schau mal, wie du denkst, dass dein Name zu dir passt oder was dein Name für dich bedeutet und ändere es genau dahingehend, wie du dich wohlfühlst und was für dich super ist, weil du kannst es, du kannst jeden Moment entscheiden, wer du sein willst. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich bin hier immer noch in Sizilien und ich genieße es und freue mich, ja, auf welche Inspiration ich hier unten noch treffe. Alles Liebe, eure Patricia. Tschüss.